Der Deutsche Fußballbund DFB holt mit Christian Wörns und Heiko Westermann zwei ehemalige Nationalspieler als Juniorentrainer zum Verband. Bildergalerie: Draxler, Gündogan, Sané, Kroos. Januar in übergeordneter Rolle als Cheftrainer der U-Teams arbeitet und von Michael Feichtenbeiner, der den DFB zum 30. Juni 2019 verlassen wird, neu besetzt. Wie Feichtenbeiner, der aktuell die U17 bei der EM in Irland betreut, verlässt Frank Kramer den Verband. Er wechselt als Nachwuchschef zu RB Salzburg nach Österreich, wie Sport1 bereits berichtete. Wer die U19 künftig trainiert, ist offen. Lob für Wörns und meist eher der 66-malige Nationalspieler. Wörns, 46, war zuletzt als U19-Trainer bei 1860 München und zuvor für Schalke 04 und den VfL Bochum tätig. Ich freue mich wirklich sehr auf die Aufgabe. Das ist die Elite, da ist richtig Qualität vorhanden. Ich hoffe, dass ich den Jungs viel von meiner Erfahrung mitgeben und ihnen dabei helfen kann, ihre Ziele zu erreichen, sagte Wörns zu Sport1. Westermann, 35, der 27 Mal für Deutschland spielte, arbeitete als Co-Trainer für die U17 von Fortuna Düsseldorf. Meister, 38, hat in verschiedenen Positionen unter anderem beim Hamburger SV, Borussia Dortmund, Karlsruher SC und für den DFB gearbeitet. Jetzt das aktuelle Trikot des DFB-Teams bestellen. Hier geht's zum Shop. Anzeige: Ich bin überzeugt, dass Christian Wörns und Marc Meister mit ihren Qualitäten den Talenten sehr viel mitgeben können, sagte Joti Czetz-Szeleksiu, sportlicher Leiter Nationalmannschaften. Wörns wisse, was es braucht, um die Jungs auf das höchste Level vorzubereiten. Auch Marc bringt hervorragende Voraussetzungen für den Job mit. Let's block it's why.